Ach so. Ich denke mal, da wird jetzt chemisch aufgelöst. Warning. Missile attack confirmed. All personnel evacuate immediately. Echt jetzt? Was habe ich gesagt? Ist das Spiel auch noch eine Stunde? Das ist voll jetzt das Ende. Das wisst ihr. Oder? Nur wohin? Ich weiß gerade nicht wohin. Wir haben ja noch einen Schlüssel, gell? Alter, guckt euch mal an, wie die ausschauen. Na klar, das muss ja auch nur mir passieren, ne? Ne, wisst ihr was? Ich schieß noch ein bisschen damit rum. Aber das springt auch ein bisschen über. Ich hätte eigentlich auch eine Shotgun rausholen können. Ich versuche jetzt mal durch diese Tür zu laufen. Müssen wir nicht noch irgendetwas mit irgendwelchen CDs machen oder ist es nur so, wenn man auf schwer spielt? Das weiß ich gerade irgendwie nicht. Da war ja noch eine verschlossene Tür. Nein, Karte. Ja, genau, ist elektronisch versperrt. So Card Key Reader. Geht die? In der Tat. Ja, hallöchen. Nee, wisst ihr was? Die hätten ein bisschen mehr Durchschlag, finde ich. Besser Waffe gegen Zombies. Nö. Brauche jetzt nicht mehr. Nicht mehr nötig. Hab genug von. Jill! Jill, where are you? If you can hear this transmission, respond immediately. I'm here. What's up? I got us a ride. The chopper engines are running and ready to go. On my way. The city's about to become ground zero. Hurry up! And don't forget to take that device with you. What does it do? That device tracks the distance of the approaching missile. Make sure you bring it with you. Now listen to me. Don't give up. We're both gonna survive this. Just get over here! Huh. Ich fass es nicht. Ja, nehm auf jeden Fall mit. Und wie will ich jetzt da runtergehen? Weil jetzt immer in den finalen Minuten eigentlich. Emergency level D. All personnel evacuate immediately. Alter, das ist krass. Ja, komm mal rein. Ja, komm. Es ist uns ein bisschen beeilen. Ich weiß jetzt nicht mal, was noch kommt, aber ich glaube, es kommt noch so ein mehr oder weniger kleiner Bosskampf. Vielleicht sind da noch ein paar. Ja, klar ist da noch mal. Ja. Lass mich in Ruhe. Ich muss mich beeilen. Boah. Das ist krass, ey. Ich glaube, es ist die Missile. Ist da noch ein Bild oder so? Ne, doch. Ja, genau, das ist, glaube ich, dieses Gerät da, was wir noch brauchen. So ein Elektroschock-Dingens da, was ziemlich viel Strom hat. Ja. Weil jetzt kommt nämlich noch was. Da hätte ich erst gedacht. Das muss man nicht machen, wenn man auch schwer spielt. Ach, warte mal, ich tue erstmal die Teile da rein, oder? Achso, es funktioniert gerade nicht. Alter, kommt die Rakete jetzt noch? Ja, sie kommt noch. Wenn die Zahl abläuft, kommt sie noch, denke ich. Ich denke mal, das ist noch die Entfernung, wo sie weg ist. Aber ich weiß nicht, was ich drücken muss. Muss ich da irgendwas machen? Ah, nein, chill! Tust du das jetzt noch nicht, oder was? Muss ich noch was drücken? Leute, ich habe keine Zeit mehr dafür. Oder ist da voll irgendeine... Ja, genau. Wahrscheinlich das hier. Check in. Warning.
There is not enough power to activate the system. Aktivieren doch mal das System, oder? Sag mal, hat die keine Lust da drauf? Kann ich noch irgendwas drücken? Ja, okay, aber die will jetzt nicht drücken. Hat die keine Lust da drauf? Ist es ein Bug? Krieg ich da raus? Oder muss ich das 1, 2 und 3 machen? Das kann natürlich auch sein. Alter, uns rennt die Zeit davon, wir müssen uns jetzt mit so einem Scheiß beschäftigen, oder was? Bitte funktioniert jetzt. Ja. Ich habe jetzt echt schon gedacht, dass das ein Bug wäre. Weil jetzt kommt da nämlich was. Ich bin mir nicht sicher, ob das noch Nemesis ist. Deswegen habe ich vorhin gesagt, es ist der finale Kampf gegen Nemesis. Aber vielleicht ist es auch dieses Gemisch von Nemesis da. Weil ich kann dann nichts mehr von Nemesis erkennen, ehrlich gesagt. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob man das jetzt nur damit zerstören kann oder ob man auch einfach auf das Ding schießen könnte. Weil ich denke, schießen würde jetzt schneller gehen. Ah, das Sprinter oder was? Moment. Komm mal her. Ich muss das Ding halt nur noch treffen, gell? Okay. Wir müssen da rein. Also das Ding muss da rein. Komm, beeil dich! Aua! Caution. Ich schieße jetzt noch ein bisschen auf das Ding. Alter, Danger, würde mich verarschen. Habe ich das Ding jetzt getroffen oder nicht? Alter, ich treffe das Teil doch, oder? Ich meine, es scheint noch ganz gut zu sein, ne? Was ist gerade ein bisschen komisch aus? Oh, ich muss hier weg, glaube ich. Jetzt mach doch mal was. Komm doch mal her. Oh Leute, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ja? Wohin ich soll. Ich bin auch nicht sicher, ob ich das Ding überhaupt schon mal getroffen habe. Ob das Teil überhaupt irgendetwas macht. Aber ich könnte auch hier einfach so rumlaufen. Ne? Also, ja. Ich warte jetzt mal. Ach, natürlich. Das trifft mich auch so. Nee, ey, ich glaube, wir sterben jetzt nochmal. Das wäre ziemlich beschissen. Nee, was? Das kommt doch jetzt eh. Der stirbt jetzt. Der hat nämlich keinen anderen Weg mehr. Komm schon, jetzt schieß! Hat er jetzt das Ding getroffen oder nicht? Ach, Leute. Ihr macht mich fertig. Ach, ich glaube, wir schaffen das jetzt wirklich nicht, gell? Ich glaube, jetzt steht ein bisschen da drin. Damit das Ding mal endlich mal kommt. 3, 2,
2, 1, fire. Wir sterben, Leute. Wir sterben. Oh Mann, ey, da muss ich alles nochmal spielen, fällt mir so weit ein. Komm schon, bleib noch da, bitte. Alter, meine Hände schwitzen gerade wie Sau. Wie Sau schwitzen die. Überhitzt, gerne hoch. Und jetzt sind wir in 1,5 km/h hier unterwegs. Wo geht's hier raus? Wo geht's hier raus? Ich muss schnell raus hier. Es kommen bestimmt noch ein paar Zombies, die beißen mich da und dann sterbe ich. Das ist ideal, ey. Das passiert auch, ich weiß es doch. Alter, warum habe ich keine Heilung mehr dabei? Ich hätte jetzt gedacht, oh, wir sind fertig. Alter, jetzt hör doch einfach auf. Nein, lass mich in Ruhe. Ganz ehrlich. Das Ding stirbt doch eh jetzt, wenn das Ding, wenn die scheiß Rakete in die Luft fliegt. Ja, ich operate es. Ich will einfach nur hier raus. Keine Lust mehr auf irgendwelches Spessle hier. Alter, ich glaube, wir haben es gerade eben durchgespielt. I guess we're all set. All right then, we're out of here. Oh no. It's here. Da ist die Rakete. Es sind sogar zwei. It's time to go. Oh, das sind zwei? Und nur eine. Boah, krass, ey. That's it. I've had it. This time they've gone too far. Have a rather unfortunate turn of events. It seems that the President and the Federal Council have passed judgment over the civilians of Raccoon City. The President and Federal Council have ruled that the Backless Terminate operation is the best course of action for this extreme situation and have since executed. Based on that fact, Raccoon City has been literally wiped off the map. Current reports have the death toll surpassing the 100,000 mark. Our hearts go out to those poor civilians of Raccoon City. Ich glaube irgendwie, dass es vertuscht wurde. Ich konnte es jetzt nicht herauslesen, aber ich glaube, dass diese Tat vertuscht wurde und dass es irgendwie so ein Kraftwerk gewesen sein sollte, was in die Luft geflogen ist. Aber eben, wir haben es geschafft. So, was soll ich dazu noch sagen jetzt eigentlich? Ja, war ein schönes Spiel. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Man kann es vergleichen mit Abenteuer auf dem Ponyhof oder so. Nein. Ja, weiß nicht, das ist eines meiner Lieblingsspiele. War eines meiner ersten, wenn nicht sogar das erste PlayStation 1 Spiel, was ich jemals gespielt habe. Das war eigentlich schon eine Frage der Zeit, weil ich dieses Spiel hätte durchspielen oder let's playen müssen, weil das gehört einfach dazu. Und diese Musik ist gerade so schön, dass ich da am liebsten singen würde, aber nee, das ist mir jetzt auch zu blöd. Alter, so eine Musik bei so einem Spiel, ey, das ist echt krass. Ja, die ganzen Namen, ey. Takahiro, Mari, Masashi,
Aber ich finde es echt schade, das muss ich mal ganz ehrlich sagen, dass es nur, also von den Horror-Spielen jetzt nur mehr oder weniger drei Stück gibt. Resident Evil 4, ja gut, das kann man jetzt auch noch dazu zählen. Aber bei 5 und 6 irgendwie, da haben sie, weiß nicht, da haben sie wahrscheinlich alle rausgeschmissen und einfach mal ein paar Leute von Call of Duty geholt. Aber ich fände es besser, wenn sie wieder auf die alte Ebene zurückrutschen und weiter solche Spiele wie Resident Evil 1 bis 3 machen, weil das hat einfach nur, also es macht immer noch extrem viel Spaß. Und ja, so Resident Evil 5 hat auch noch Spaß gemacht, aber nicht, weil es jetzt Resident Evil war, sondern weil es eher mit dem Koop gepunktet hat. Aber Resident Evil 6 war einfach nur, weiß ich nicht, fand ich jetzt nicht so toll. Naja. Präsentiert bei Capcom. Fünf Stunden, 52 Minuten haben wir gebraucht. Gute Zeit, finde ich eigentlich, ja. Passt eigentlich. Und 35 Mal haben wir gespeichert. Wie gesagt, es kommt mir vor wie 60 Mal oder so. Haben wir jetzt noch was? Irgendwas? Irgendwas Schönes? Ne, wir können weitermachen. Irgendein Extra Game. Was ist denn das für ein Extra Game? You got a bonus key and two costumes. Oh. Und speichern können wir nochmal. 36. Mal. Next Game. 00-01. Ich weiß gar nicht, ob man das auf der PlayStation 1 auch hatte. Ich gucke jetzt mal nach diesem extra Spielmodus. Und da bin ich mal gespannt jetzt. So, warte mal. Vielleicht New Game. Hard Mode, Easy Mode? Nee. Optionen. Auch nicht. Ich weiß ja ehrlich gesagt nicht, was sie mit dem extra Spielmodus meinen. Aber ich will aber trotzdem mal sagen, dass wir dieses Let's Play jetzt hiermit beendet haben. Ich lade es jetzt einfach nochmal. Ah, okay. Ah, da ist The Mercenaries. Ich glaube, dann spiele ich nochmal eine Runde The Mercenaries. Das habe ich noch nie gespielt. Aber nicht mal in diesem Part auf jeden Fall. Nicht mal in diesem Part. Dafür mache ich in so ein extra Pärtchen, so ein Bonus-Part. Und dann verabschiede ich mich jetzt mal von diesem schönen Spiel. Das nächste Spiel wird sein Resident Evil 4, wenn sich jetzt nicht alles ändert. Es müssten sogar eigentlich schon ein paar Parts draußen sein. Ah, oh, jetzt fangen die Videos wieder an, ey. Oh, kann ich mich noch daran erinnern, ey. Wie sie mich bei der Einladung gestört haben. Und ja, dann würde ich mal sagen, habt eine schöne Woche. Ich weiß jetzt nicht genau, wann ihr das seht. Ich glaube, das ist jetzt Part 23 oder so. Oder Part 24 vielleicht sogar. Oder vielleicht sogar, ja, doch Part 23 oder 24 müsste es jetzt gewesen sein. Seht ihr, wir stehen jetzt so in 10 Tagen. Was haben wir heute? Sonntag. Dann würde ich mal sagen, habt einen schönen Mittwoch, habt einen schönen Donnerstag. Habt eine schöne Woche. Arbeitet nicht so viel, tut das für euer Geld, was ihr tun müsst. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder oder beim Bonuspart, wenn ihr den noch anschauen möchtet. Und dann verabschiede ich mich von dir auch, Jill. Erlebt noch den letzten Zombie. Ja, noch einmal und noch einmal. So, alles klar, dann das ist die vierte Verabschiedung. Bis dann und ciao.